In Australien wird jede fünfte Frau zwischen 18 und 45 Jahren Opfer von sogenannten Rachepornos. Das versucht die Regierung nun gemeinsam mit Facebook zu verhindern, mit einer ungewöhnlichen Methode. Nutzer sollen zunächst ihre eigenen Nacktfotos über Facebooks Kurzmitteilungsdienst Messenger an sich selbst schicken. Dabei wird etwas wie ein digitaler Fingerabdruck der Fotos erstellt und gespeichert. Wenn jemand anderes dann versucht, die Fotos hochzuladen, werden diese wiedererkannt und blockiert. Facebook würde die Nacktbilder dabei nicht speichern, betonte die australische Regierung.